Der erste, der zweite Quatsch, unser zweites Interview, Energie FM, das Fanradio, heute mal per Bild. Wir haben den zweiten Assistenzcoach, den René, alter Bekannter. René, kurzes Fazit zum klar Sieg, erste Runde Landespokal, aber trotzdem Fazit zum Spiel, ganz kurz nur. Ja, es war natürlich halt kein berauschendes Spiel gewesen, das ist klar. Und man sollte natürlich auch den Anspruch haben, gegen unterklassigen Gegner natürlich auch ein höheres Ergebnis halt zu erzielen. War heute nicht gegeben. Gegner hat es allerdings, muss man auch das anerkennen, dass der Gegner es schon gut gemacht hat, dass die Räume eng gemacht haben. Aber trotzdem sollte es halt unser Anspruch sein, auch gegen solch einen Gegner, auch wenn er tief steht, dort mehr Tore zu erzielen. Genau. Wir haben es aber auch so kommentiert, wirklich riesen Respekt vor diesen Achtligisten, das muss man echt sagen. Die haben wirklich für ihre Verhältnisse ein Bombenspiel hingelegt, das muss man ehrlich so anerkennen. Aber von uns, wir haben es auch kommentiert, René, bisschen mehr haben wir schon erwartet. Auswechslung gab es in der Halbzeit, Bea sieht raus, Boschinski, war das geplant nicht? Ist da verletzt irgendwas? Nein, also wie gesagt, das war vorher geplant gewesen, Bea sieht war ja im Prinzip lange verletzt gewesen. Und das war halt vorher abgesprochen, dass Boschinski in der Halbzeitpause reinkommt. Also nicht, dass er da verletzt war oder sowas, also es war vorher abgesprochen. Also können wir alle beruhigt sein nach dem Spiel. Wir haben auch keinen Verletzten gesehen bei uns im Kader, deswegen 1-0 gewonnen. Erste Runde weiter im Landespokal. Wir freuen uns auf nächste Mal. Danke, René. Ja, okay. Gute Heimfahrt.